Ich glaube, dass ich. Mann, ich will einfach weg von allen. Ich will einfach weg von allen, meine Ruhe haben und keine nervigen Nachbarn. Yo, Leute! Herzlich willkommen zu Craft Attack 9. Ich habe mit Basti zusammen den ersten Tag ein bisschen aufgenommen. Wir haben lustige Sachen erlebt. Es war sehr, sehr schön. Ich habe auch vor einem Tag meine Cosmetics released. Meine ganz, ganz, ganz frischen Bad Lion Cosmetics. Das heißt, hier in diesem Video werdet ihr zum allerersten Mal auf YouTube meine Cosmetics sehen. Basti hat sie auch zum ersten Mal in-game gesehen. Und ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Um Punkt 12 Uhr werde ich live sein auf Twitch und ein bisschen Craft Attack Stream. Ich bin mittlerweile sehr weit gekommen. Ich habe schon richtig viele Sachen vorbereitet, dass wir im Stream direkt durchstarten können. Und ja, viel Spaß. Lass ein Like da. Ciao, ciao, ciao. Sind deine Cosmetics eigentlich revealed? Ja, also. Du hast sie jetzt an, ne? Also. Ja, ja, genau, ja. Also, aber halt. Ah, was sagst so. Du? Was sagst du? Er sieht schon geil aus, das ist Stegi. Nee, aber ich find's sehr cool. Also ich find, ey, es passt auch zu dir. Dankeschön. Okay. So, ich hätte die auch mal zur Abwechslung angelassen, aber wir können. Hugo sagt nicht springen. Verloren. Jetzt geht's los. Was geht ab, meine Freunde, zur mittlerweile 9. Staffel Craft Attack? Ja, ja, ja. Es ist wieder diese. Die sollen erstmal alle hinfliegen. Du siehst wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ich würde schon Berge natürlich cool finden. Natürlich muss nicht alles ganz steil sein. Ganz kurz. So. Ich sehe hier hinter mir Veto und Norris, die nur darauf warten, dass ich irgendwo hinfliege. Junge, die können sich so. Der Relaxo wartet schon, so neben dir platziert zu werden. Der ist denn schon dabei? Wo geht's hin? Einfach ruhig. Chef, was machen wir? Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal los, ob die beiden mitkommen. Wir gucken uns einfach ein bisschen um. Ich weiß nicht. Willst du mein Nachbar sein? Wir können auf jeden Fall in der Nähe bauen. Ich möchte dir nicht auf die Pelle rücken, sage ich dir ehrlich, weil ich baue hier auch was, was dir gar nicht gefällt. Ich dachte, dass ihr mal Flügel anhabt. Die sind größten Trottel. Dieses. Nee, euch sieht man gar nicht. Wo seid ihr denn? Ja, ich liebe sie auch irgendwie, ne? Naja, wir legen mal los. Ich würde sagen, lass uns einfach eine Runde drehen. Oh, hier ist ein Dorf. Dorf wäre nicht verkehrt, oder? Ja, aber Villager kriegen wir so oder so sehr schnell. Das ist in einem Tag, also in einer Stunde haben wir auch unser eigenes Dorf. Ja, lass einfach erstmal hier landen wegen Weizenblöcken und so, weißt du? Ja, stimmt. Ich will einfach ein schönes, riesen Grundstück mir einfach festlegen. Willst du schon so vorsichtig droppen, was du vorhast zu machen? Wie jetzt oder? Ja, oder deine ersten Pläne, was für eine Richtung dein Bauwerk gehen wird? Naja, halt, ja, es soll schon so großes schlossartig irgendwie sowas werden, aber ich möchte auch so ein bisschen, ich will direkt eine Flagge und so hissen, besondere Sachen. Bist du hier gelandet? Nein, Basti zockt. Das bin ich nicht übrigens, also. Ich bin gestern mit ihm rumgelaufen. Nein. Ach so. Ja, ich habe keinen einzigen Weizenblock abgebaut. Danke dir. Bitte schön. Hast du Steintool schon gemacht dafür? Ja, willst du was haben? Ich mach dir was. Oh, so bin Basti, ich wirft uns Brot zu. Dankeschön. Oha. Alter, ich glaube, ich spiele mit dem Basti wieder. Ciao, ciao. Der ist netter. Ja, und der hat Veto-Game. Naja, okay, dann könnte ich auch mit jedem anderen. Oh, scheiße. Junge, warte, ich gebe Basti zockt. Real Talk, Basti zockt, warte. Da kommt auch was, oder klatscht ihn um. Ten Hard. Ich gebe Basti zockt meine Lederschuhe. Ich sage, er wird sie bis zum Ende aufbewahren. Ein besonderes Item. Danke, aber kannst du mich bitte töten? Danke. Okay. Gern. Du hast den Kopf in der Hand. Warum ich Basti zockt bin. Und er wollte jetzt unbedingt woanders hin? Er wollte nicht mal die Lederschuhe haben, wie gemein eigentlich. Hätte ich gesehen, bitte bring mich um. Einfach so. Och nein, nicht bei denen. Ich will mir keine Gedanken darüber machen, ob ich irgendjemanden in das, ins Grundstück reinbaue. Oh, Alter, hast du es gesehen? Was denn? Ja. Oh, ja, es gibt Leute, die danach sehr lange gesucht haben. Ja. Oh Gott, ist das nervig. Ja. Oha, guck mal, was ich hab. Ja eben, das deswegen, ist es ja. Das meine ich ja. Ja, wie gut. Ja, wie praktisch. Ja, deswegen habe ich sie. Boah, aber hier auch eigentlich schön. Bin bei 750 minus 1500. Gott, man kann ja jetzt so tief runtersinken. Du musst aufpassen, ne? Du stirbst da wirklich drin. What? Ich würde dir ganz gerne zeigen, was ich hier habe, weil ich eigentlich an einem Zipfel bin. Ah, da. Guck mal hier. Guck mal, wenn du hier, wenn ich das alles ebne und auch meinetwegen vom Berg, aber hier so eine riesen Fläche, aber ich weiß nicht, ob ich so nah am Wasser und so. Also ich glaube, hier würde ich es echt. Oh, aber hier. Da haben wir nicht beide so viel Platz. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, das ist nur für eine Person ein Grundstück so. Ja, ja. Ja, aber zur Not kann ich mir mal das Ding dort angucken. Ich weiß nicht genau, was das ist halt, ne? Oh, guck dir mal das an. Da unten siehst du die Schlucht unter dem Berg. Geil aus, ne? Ja, ja. Also Game of Thrones dort drehen, wie wär's? Weil ich mich sogar mit dem Berg da drüben echt anfreunden könnte, glaube ich. Ich stelle schon mal sicherheitshalber ein Schild auf. Oh ja, stimmt. Ich mache hier schon mal sicherheitshalber ein Schild hin einfach. Mal gucken, was passiert. Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich angenehm. Ich habe hier keinerlei Nachbarn aktuell. Also diese Zunge, das ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen.
glaube, das ist perfekt hier. Also das, ja? Hier, das ist nicht nur ein kleiner Berg, das ist ein gigantischer Berg, glaube ich. Hier oben ist alles voller Schnee. Ich meine, das sollte echt stark sein hier. Also hier ist ja, noch nichts erschlossen, glaube ich. Und wenn das hier, der Teil auch uns gehört, dann haben wir wirklich auch sau viel Fläche. Ja, und ich finde, ich habe schon so gerade sehr schöne Brückendesigns vor Augen. Ich habe extra Timestamp angemacht, dass man es sehen kann. In meiner Aufnahme war nicht das Ding erschlossen, weißt du? Falls es hier einen Rechtsstreit gibt. Sicher ist. Ja, man nimmt hier nicht für die Zuschauer gerade auf. Man nimmt jetzt gerade auf, um Beweise zu haben, dass man sich das hier gesaved hat. Ja, das ist 20.43 Uhr. Und du bist mein Notar. Dankeschön, dass du dabei bist. Claim jetzt einfach den ganzen Berg, oder? Also ich bin ja nicht dumm. Nein. Würde ich sagen. Und eben, also mein Minecraft-Account ist ja gerade... Ich glaube, das ist kein Problem. Kannst du mir die genauen Koordinaten vom Spawn sagen? Dabei. Das war mehr so ein... Ist dann... Dann sehen die mich am Spawn. Der PSG. Weißt du, was ich mir gerade markiert habe? Wassertempel. Ein Unterwassertempel. Oh. Bei uns recht nah in der Nähe. Habe ich einfach mal Stegeschild hingeschrieben. Aber was ist eigentlich mit Kollege Carscrafter? Der ist in Essen. Aber, ja. Ach, er hat aber auch noch geschrieben. Oh, ganz schwierig. Er hat noch geschrieben. Sucht mir einen guten Platz mit. Sorry. Oh mein Gott. Kumpel, einfach bester Kumpel. Stein drauf. Nee, also ich glaube, das war auch nicht so. Da ist es in meinem Video so safe drin, ne? Carscrafter in der Nähe würde ich gerne haben. Du baust jetzt da, wo du jetzt gerade bist. Ja, eventuell die Höhle, die unter Wasser dort ist. Das finde ich so geil aus. Okay, jetzt einfach vollkommen übertrieben. Mach, das ist echt gut, weil, warum nicht? Das war so. Natürlich, hä? Ich hoffe, es ist auch nicht so weit entfernt. Wenn da jetzt wirklich Villager reingepatcht. Ja, einfach und warten. Nein. Was? Oh mein Gott, ich töte die. Ich sehe jetzt schon Veto Norris. Sind die bei dir in der Nähe? Ja. Genau auf der Zunge. Stegi? Ja. Was denn? Ich glaube, du wirst den ersten Konflikt haben. Bitte nicht. Sag nichts was. So. Naja, komm mal zurück, wo du gerade mich gesehen hast. Also, oh, bitte. Was kommt jetzt? Ja, Norris farmt gerade schon ordentlich Sand. Wieso denn das? Hier bauen Norris und Norman. Haben sie das echt hingeschrieben? Mhm. Bei uns? Nein. Bei uns. Ich schwöre, bei uns. Legit neben. Ich krieg grad so Flashbacks, ne? Digga, Hugo schreibe ich DM an. Die Schilder mit Stegi bei dem Schneeberg. Baust du da? Nee, ich baue einfach nur den Schnee. Den will ich später abfarmen. Was? Die Schilder bei dem Schnee. Baust du da? Digga, hä? Nee, stimmt. Also wirklich. Ich mache einfach Schilder aus Spaß überall hin. Mann, vor allem die haben einfach, ich sehe einfach nur, wie die schon da Sand weggebaut haben. Es ist ganz schlimm, wo die gerade rumlaufen. Aber ich glaube, Stegi, du siehst also. Die ziehen ab. Die wissen doch nicht genau, wohin, aber ich glaube, die ziehen jetzt ab. Guck mal, die sollen einfach wegfahren. Wir fahren jetzt dann. Ciao, ciao. Junge, die werden dich da so von rechts belagern, ne? Ich sehe jetzt doch einfach den Horizont entlang. Nein, ich save mir jetzt diese kleine Insel da auch noch. Du musst dir echt alles saven. Bis wie weit ist die Grenze, mein König? Du bist am Arsch, Basti. Egal. Schreib einfach random Koordinaten rein. Einfach so echt 4000 minus 6000. Mann, das ist dieses... Oh, Kaiser, bitte. Shit. Gehst auch noch... Nee, frag noch weiter. Oh mein... Nee, alles gut.